Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, nein, zu einem neuen Let's Play von Sims Freeplay, also die App fürs Handy. Nämlich, ich wollte mal wieder Sims spielen, denn wir haben, also es kommt ja dann in nächster Zeit ein Sims, so wie es Sims 4 ist, aufs Handy. Und da habe ich mir halt gedacht, also das war der erste Anhaltspunkt, so, ja, du könntest mal wieder Sims spielen. Und wenn du eh gerade beim Spielen bist, dann kannst du ja auch aufnehmen. Und dann gibt es ja auch noch, bald auf der PS4 und auf der Xbox Sims 4. Und das war noch ein Grund. Und jetzt nehme ich halt das dann auf. Und wie nennen wir uns? Wolfi. Kann ich mal meinen eigenen Namen schreiben. Und mit Nachname nennen wir uns einfach Fiji. So. Okay. Wir sind männlich und sind etwas gebräunt. Hm? Antippen zum Zufallserstellen. Nein, das möchte ich nicht machen. Oh, und jetzt können wir uns einen Hut auswählen. Okay, das sieht mal richtig belämmert aus. Kann ich auch gar keinen Hut machen? Ich möchte sowas eigentlich gar nicht. Egal. Ah, ich glaube, so können wir das machen. Okay. Gibt es hier eine gescheite Frisur? Ja, nicht so, ne? Ja, dann nehmen wir halt einfach die normale Frisur. Gibt es ein Bart? Einen normalen Bart? Das sieht wieder alles so komisch aus. What the fuck? Was sind das für Gesichtsausdrücke? Wir nehmen einfach ein Bart mal dazu. Und was gibt es denn da für Augen? Wir nehmen einfach braune Augen. Und etwas Cooles zu anziehen. So, was gibt es denn da? Ne, auf jeden Fall nicht sowas. Ja, das ist einfach nur so eine einfache Variante und den normalen Sims. Aber es gibt ganz schön viel und das werde ich euch dann zeigen, sofern es möglich ist. Denn du musst ziemlich viel freischalten, weil free to play, ne? Wenn du was kaufst, dann kannst du schnell was freischalten. Aber wir nehmen einfach mal so ein Sheldon-T-Shirt, würde ich mal sagen. Und eine Hose. Was gibt es denn da für Hosen? Keine Anzugshose. Wir nehmen einfach eine schwarze Hose. Ich hoffe, das ist jetzt keine Lederhose. So, und Schuhe. Wo sind die Yeezys, ne? Ja, einfach normale Schuhe. So. Ja, wir nehmen einfach schwarze Accessoires. Was gibt's denn das? Gibt's gar nichts, ne? Okay. Ja, dann war es das eigentlich und wir starten mit diesem Sim. Es ist so wie alle anderen Sims, nur halt fürs Handy und ja, ihr werdet es wahrscheinlich vielleicht kennen oder vielleicht auch nicht. Jetzt müssen wir mal den Tutorial machen. Wow, ich kann die... Ja, das steuert natürlich alles mit den Fingern, ist ja klar. Wow, ich kann ranzoomen, oh mein Gott. Ich kann wegzoomen und rauszoomen, yay! Toilette kaufen, denn wir machen uns gleich in die Hose, was ich so sehe. Und ja, wir kriegen eine Gratis-Toilette und die stellen wir einfach mal. Neben das Waschbecken, weil das ist gesund. Ich weiß nicht, habt ihr eine Toilette neben dem Waschbecken? Normalerweise ist sie ja etwas weiter weg oder öfters halt nicht im selben Raum wie das Badezimmer. Ja, zum Glück wird das verpixelt, sonst müsste ich das machen. Und das wäre halt ein bisschen... Das wäre wohl Aufwand, oh mein Gott. Ja, das kennen wir alle schon. Zufriedenheit macht uns glücklich, wenn nicht, dann verrecken wir. So, eine aktive Aufgabe, wahrscheinlich Hände waschen. Oh, wer hätte das gedacht? Und alles braucht halt eine gewisse Zeit. So wie auch normal. Natürlich kann man das auch überspringen mit solchen komischen Life Points.
Ein Zimmer vergrößern. Eine neue Aufgabe, ja. So, Zimmer vergrößern. Und was für ein Zimmer machen wir da? Ich würde einfach sagen, das Schlafzimmer, oder? Wie weit können wir das vergrößern, ohne das... So weit also. Ja, dann haben wir mal Boden hinzufügen. Ja. Dann muss ich da raus. Ach so. Da, Boden. Ah. Lol, wir haben nur einen gratis Boden. Nee, das schaut ein bisschen komisch aus. Machen wir das da einfach hin, dann sieht das etwas farblich besser aus. Tapete hinzufügen. Oh, da gibt es ja auch eine Gratis-Tapete. Wer hätte das gedacht? Hey, Level 3. Ja, und mit jedem Level up kriegt man halt Life Points, XP und, ja, Ding, Geld. Lampe kaufen. Könnten wir auch, ja, gleich machen, ja. Wir haben aber gar nichts zum draufstellen. Ja, stellen wir es einfach auf den Tisch hier drauf. Das müsst ihr normalerweise gehen. Ein Objekt verschieben. Nichts leichter als das. Wie viele haben wir nicht schon verschoben in unserer ganzen Sims-Karriere? Ich will das jetzt aber nicht das da verschieben. Okay, im Kleiderschrank einfach nachschauen. Was? Kleidung ansehen. Yay. Okay. Da haben wir aber schon alles bekommen, oder? Also, da gibt es jetzt nicht viel Neues, würde ich sagen. Das müssten wir uns dann erst kaufen. Ja, das möchte ich sein, ja. Und da sollten wir was anderes machen. Ja, Aufgabe erledigt. Bett kaufen. Hä, wir haben doch schon ein Bett. Willst du mich... Hä, willst du mich ein bisschen... Achso, Bett. Bett, ne? Das ist mal wieder was ganz anderes. So. Wir können uns später eh anderes Grundstück kaufen. Ja. Paprika züchten. Da, Paprika. So. Und so kann man, glaube ich, am Anfang viel Geld verdienen. Ich weiß nicht. Ich habe das echt lange nicht mehr gespielt. Ich habe mir einfach nur so gedacht, so. Ja, jetzt kommt halt wieder ein bisschen Sims in den Hype. Und... Da habe ich eigentlich, das hat mich dann irgendwie angesteckt, so dass dort ein Sims geplant ist, dort ein Sims geplant ist und ja, so mache ich das jetzt und wir machen das echt schön. Oh gut, schau wie das wächst, ui, es ist einfach, ja, die Grafik ist halt nicht die beste, aber das ist ja halt ganz normal am Handy, also ja ganz normal und ja, jetzt können wir die ernten. Und wir haben Level 4 erreicht. Cool, yay. Und wir kriegen halt tägliche Belohnung. Was ist denn das heute? Ja, 70. Früher war das viel mehr. Früher hat man da, weiß nicht wie viele Tausend bekommen. Ich glaube 20.000 oder so. Und damit hat man das halt dann richtig leicht gehabt. Was? Stadtplan kassieren. Einnahmen, okay. Ja, und hier kann man dann... auch noch die ganzen Einnahmen kassieren, wie gesehen, und Arbeitsplatz bauen. Hashtag Feuerbach. Yay. Und da sieht man dann einfach immer, was ein Feuerwehrmann bekommt, welche Anforderungen du erfüllen musst. Ja, mindestens eine Person und 500 Geld. Und das braucht 2 Minuten 30 und den Stadtwert erhöht es um 10.000. Nämlich, wenn man den Stadtwert erhöht, dann, ja, dann kann man mehr Sachen bauen. Oh, er will, dass ich das jetzt sofort fertig mache. Okay. Aufgabe erledigt. Ein Sim, einen Job in der Feuerwache besorgen. So, und hier kann man dann einfach auf dem Menü, ja, die Jobs einteilen. Oder da gibt es jetzt dann noch Hobbybereiche. Ganz normal. Da irgendwo Hobby gibt es auch noch, also Beruf, Hobby und so. Und da kann man halt, ja, schauen, wie weit man beim Hobby ist. Oder wer welches Hobby macht, sozusagen. So, wir sollen jetzt ein neues Haus bauen. Wie sollen wir unseren
unsere Nachbarin oder Nachbarn nennen. Ja, das können wir wieder schnell bauen. Und natürlich, jedes Haus braucht Zeit zum Bauen, ist ja klar, wieder Free-to-Play, ne? So. Machen wir einfach Zufall. Welche halt am besten gefällt. Irgendwie sehen die alle komplett komisch aus. Aber die sieht ganz gar nicht so schlecht aus. Nehmen wir einfach die Erin. Erin? What the fuck, was sind das für Namen? So, jetzt ist die halt neu bei uns. Aufgabe erledigt. Sims mit Törtchen inspirieren. Und tippen, um vorzufallen. Ah. Okay, und so, wahrscheinlich kann man diese Törtchen dann wieder mit Life Points kaufen. Eine Uhr aus dem Inventar platzieren. Wäre gelacht, wenn wir das nicht könnten, ne? Also. Wo platzieren wir die? Ich würde sagen, daher. Nee, auf die andere Seite, komm! So, ja. Eine Uhr im Wohnzimmer ist doch immer ganz wichtig. Simfinder öffnen. Level 5 haben wir auch noch erreicht. Cool. Ja, da wird alles erklärt. Kannst du ihn zur Arbeit schicken oder so, dann leuchtet es auf. Einen Sim herrufen. Oder du kannst ihn auch hier herrufen. Da ist ein Diamant. Die Diamanten zeigt an, welcher Sim aktuell ausgewählt ist. Ja. Das dürft ihr auch noch kennen von vorigen Teilen. Und ja, so wechselt man einfach auf den Sim klicken und dann gibt es so ein Tauschsymbol. Mit einem Sim scherzen. Lustig sein. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Sie unterhalten sich, was man eh kein Wort versteht, weil das irgendeine erfundene Sprache ist. Ein Achselfurz. Wow. Ist aber ganz schön spannend, wa? Wow, sie furzt, was, das ist nicht zum Lachen. Park anlegen. Oh Gott, was müssen wir jetzt denn machen? Ja, wir brauchen wieder 500 und 2 Sim und es erhöht wieder den Stadtwert. Kann ich das wieder? Nein, das kann ich nicht. So. So, und da kann man halt weitere Sachen bauen. Da kann man oben auch noch Häuser bauen und bei den Häusern kann man auch noch verschiedene Sachen bauen. Hier zum Beispiel, ja, Zweizimmerwohnung, Korridorhaus und manche sind auch von Spielern selber erstellt. Ich glaube, das ist das Designerheim oder die Villa, ich weiß es nicht. Und ja, ein Grundstück und es wirkt sich halt auf den Preisen auch aus. Also die kosten dann schon wieder 30 Life Points. Das ist dann schon wieder mehr wert und es kommt halt noch mehr dazu. Also da oben kann man dann auch noch was bauen. Da hinten kann man auch alles bauen. Und dann gibt es halt, glaube ich, Meeresblickresistenz. Und das dürfte neu sein. Also so weit kenne ich mich auch nicht aus. Mit dem Leuchtturm, ich glaube, da, also das kannst du auch noch, dieses Hollywood-Zeichen aufbauen. Aber ich glaube, mit dem Leuchtturm konntest du irgendwas machen. Ich weiß nicht mehr was. Ah, das ist Werbung. Okay. Und bei den, ja, da kannst du auch nicht mehr nachschauen, was das sein soll. Okay. Nämlich mit dem Schiff konntest du auf eine Insel fahren und dort konntest du halt, dann kannst du halt dort was freischalten, dass du dort, dass du bei jeder Aktion Sachen sammeln kannst. Und dann kannst du halt diese Bauwerke neu aufbauen auf dieser Insel. Natürlich kannst du auch wieder neue Häuser bauen dort. Aber, okay, ich glaube, das ist nicht mal für unser Level geeignet. Ich glaube, da braucht man Level 25 oder sowas und wir sind gerade mal Level 5. Und ja, machen wir das jetzt einfach, geben wir den Blödsinn aus. Ja, hier unter kriegt man immer eine Belohnung, nächste Belohnung bei 50.000. So, Glückwunsch, du hast den Tutorial beendet. Brotverdiener. Im Fernsehen Kochmarathon ansehen. Ja, das können wir gleich mal machen bei denen. Job für geheimnisvolle Kiste besuchen. Okay.
Gewinne 7 gewöhnliche Objekte. Wir benötigen mehr Ding. Dann können wir uns, wie ihr seht, diese Insel runterladen, dass wir das überhaupt bekommen. Aber, soll ich das jetzt machen? Kann man das später auch wieder machen? Ich mach das. Ja, hier sind wir wieder und wir haben die Aufgabe erledigt. Besuche den geheimnisvollen Falljob. Und wir haben jetzt auch das bekommen. Geschenk. Was für ein Geschenk haben wir denn da? Okay. Echt komisch. Ja, und wie gesagt, da ist immer so Rabatte, bla bla, was du dir gerade kaufen kannst, ist eh ganz normal. So, wie immer, ne? Geheimnisvolle Kiste! Hier sind zwei Schlüssel drin. Ja. Zwei Schlüssel, das heißt, wir können uns diese Kiste kaufen. Kostet nur drei Schlüssel und du erhältst noch mehr Beute. Ja. Hey, du hast folgende Belohnung erhalten. Achso, man kriegt da immer komische Sachen, okay. Wo waren die jetzt, diese Kiste? Wir haben ja noch mehr, oder? Nein, das war das nicht. Okay, haben wir schnell überlesen, ich habe keine Ahnung, was da stimmt. Neuer Objekt auf jeden Fall. Ja. Also, man hat jetzt ziemlich viel Auswahl, also dahin scheitert es gegen nicht. Und wir müssen ein heißes Bad nehmen. Hat die überhaupt eine Badewanne? Also, ich glaube nicht, ne? Kann man da auch ein heißes Bad nehmen? Ne, ein Schaumbad kann man da nehmen. Ja, und einen intensiven Fernsehmarathon muss ich machen. Wo ist denn das? Fernsehmarathon ansehen. Oh, das ist nur... Kann man das auch wieder abbrechen? Ich glaube nämlich, das war das... Abbrechen? Was war denn das? Im Fernsehen... Oh, nee, doch, Kochmarathon. Okay, ja, der macht aber Krach, bist du wahnsinnig. Schauen wir mal, ob wir eine Badewanne kaufen können. Badezimmer, wo bist denn du? Warte. Badezimmer. Ich sehe dich nicht. Badezimmer da. Ob wir uns da irgendeine Badewanne leisten können? Ja, für 500 geht sich das aus. So, die setzen wir einfach hierher. Ich hoffe, das geht sich auch aus, dass sie da drin baden kann. Ein heißes Bad. So. So, und damit würde ich mich mit dem ersten Part von Sims Freeplay verabschieden. Ich hoffe, es gefällt euch, denn es ist etwas anderes. Denn Sims 4, hat man jetzt schon oft genug gesehen. Das werde ich wahrscheinlich aber auch machen. Oder halt das neue Sims fürs Handy würde ich vielleicht let's playen. Und ja, das war halt der erste Part. Ich habe halt einige Sachen auch noch aufgenommen davon. Oder ich werde es aufnehmen sozusagen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann lasst halt ein Like da. Und ein Abo lässt doch der gleich da. Danke, dass ihr in letzter Zeit so wieder viel aktiv seid. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und... Tschüss!